Die Ausbildung des Nachwuchses ist von eminenter Bedeutung für die Kärntner Wirtschaft im Rahmen der dualen Ausbildung. Und das ist einfach eine Symbolwirkung und Beispielwirkung, dass junge Menschen, die ein bisschen mehr wollen, sehr ehrgeizig sind, es tatsächlich bis zu den World Skills auch bringen können. Das bedeutet bei uns, dass der Faktor Dienstleistung großgeschrieben wird und dass wir gerade mit der dualen Ausbildung in Österreich immer Erfolge erzielen konnten. Und wir sind natürlich auch besonders stolz, dass diese Teilnehmerin aus Kärnten kommt und damit natürlich Österreich international repräsentieren kann. Ja, wir haben zweimal die Woche jeweils den ganzen Tag trainiert und wir haben eigentlich die ganzen Module von A bis Z durchgespült mit Gästeservice, mit den verschiedenen Gästeservice, mit Bar, mit Café. Ja, also wir haben die Wochen zweimal ganz intensiv trainiert und nebenbei natürlich auch viel wieder Arbeit gemacht und dann ist noch das Café-Training dazugekommen, das Mentaltraining dazugekommen. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel getan und jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Einen großartigen Nutzen aufgrund dessen, weil es einfach ein Signal nach außen ist, dass dieser Beruf erstrebenswert ist, dass man in diesem Beruf international unterwegs sein kann, dass man was erreichen kann, dass man von der Lehre weg eine Karriere machen kann, planen kann, wenn man bereit ist, sich mit dem Besten zu messen. Also mein Ziel ist natürlich, das mein Bestes zu geben, das werde ich auch tun. Und natürlich fährt man nicht hin, um Fünfter zu werden, das ist auch klar. Es ist sehr, sehr schwierig, sich durchzusetzen natürlich gegen die anderen Konkurrenten, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen und hoffe, dass ich mit einer Medaille heimkomme. Nein, ich gebe natürlich die besten Glückwünsche mit auf den Weg, weil wir haben so hart trainiert. Sie ist ein Riesentalent. Es gehört natürlich auch dazu, das Quentin-Glück, weil es spielen die Nerven mit eine Rolle. Es sind ja 34 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diesem Wettbewerb und ich glaube, sie ist mental gut unterwegs. Aber wir sehen dann am Ende des Tages, was rauskommen wird.